Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Video von StarSlab, und ich muss jetzt auch ganz schnell aufnehmen, weil schon 20 Uhr ist. Ja, die liebe Elisabeth hat uns was zu sagen. Macht die Steine, ne? Mondstein. Der Mond. Moos, Moos. Ich sag schon Mond. Alter, was habe ich für Probleme? Okay. Der Moosstein. In der Bibliothek ist recht selten. Aber man kann ihn entlang des Silversandflusses finden. Es dauert vielleicht ein wenig, ihn zu finden. Aber du schaffst das schon. Okay, und was noch? Sternstein. Den Sternstein findet man hoch oben an den Bergen, hier in der Nähe. Es ist sehr schwer, dorthin zu reiten. Aber ich habe eine Idee. Suche auf den Klippenabsätzen auf dem Weg zum Weldersee. Als man den Weg gebaut hat, sind sicherlich ein paar Steine heruntergefallen. Okay. Noch blaue Sachen? Hä, wo ist hier noch was Blaues? Egal. Entlang des Silversandflusses, auf welcher Seite entlang? Ich reite mal auf der anderen Seite, weil da kann man, glaube ich, besser unten reiten. Und dann da hinten hoch irgendwie. Aber mindestens müssen wir jetzt nicht nochmal zu einer Person. Ja. Och Mann, ich weiß nie, was ich sagen soll. Ich bin so traurig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, ich kann nicht singen. Ja, das ist die Donnerstagsfrage. Doch, Donnerstag, oder? Heute ist doch Donnerstag, oder? Ja, okay, ich bin nicht witzig. Das hört sich eher so komisch an, okay. Nein. Lass mich nicht allein. Ich finde hier einfach nichts. Im Ernst? Das ist bestimmt was, wo ich jetzt nicht lang kann hier unten. Bestimmt. Nein, ich kann hier nicht runter. Oh. Voll gut die Kurve noch bekommen. Hoffentlich ist er jetzt da, wo man sonst Wasser kann. Ja. Oh mein Gott, ja. Ich hatte so Glück. Okay. Jetzt aber erst da hinten zum Wäldersee hoch. Ich bin ja so unerfahren. Kommt nicht sein Regenbogen, weil ich muss beim Kobold was ein. Ach so. Ich habe diese Regenbogen bekommen. Zwei Orangen, ein paar Karotten noch, ein Apfel, das hier und ja, das ist glaube ich nichts. Ich habe mir gestern noch eine Satteldecke gekauft, so eine rote, orangene Reitsport-Satteldecke. Das war die einzige, die ich mir leisten konnte, obwohl ich schon viel Geld hatte, aber halt, es hat nicht gereicht. So. Ich habe jetzt aber auch nicht so verstanden, wo jetzt ich genau suchen soll. Und hier ist. Hier können wir voll gut so einen Stern verstecken. Egal. Aber ich sehe noch nichts. Lalala, Babyborn. Ach man, ich habe gerade irgendwie voll den Ohrwurm davon, obwohl ich hasse Babyborn. Das ist ja voll so Kinderspielzeug für so Einjährige oder so. Nee, okay, das ist so viel. Höchstens so 8-Jährige oder so. Obwohl, das hat schon noch übertrieben. Obwohl, als kleines Kind weiß man noch nicht, was man mit denen machen soll. Und so mit 8-Jährigen macht man so. Keine Ahnung, wie nennt man das? Hä? Hier unten jetzt, oder wie? Ey Leute, ich finde das niemals. Im Ernst, ich finde das niemals. Oh, hier. So ein Glück. Ich soll mich jetzt abholen, weil ich hier mit dem nirgendwo bin. Und ich glaube, ich kann mich doch gerne von hier oben abholen. Denn im Endeffekt geht das 3 Minuten. Ich habe schon 2 Steine gefunden. Und beim letzten Mal so irgendwie so die ganze Folgenzeit ausgenutzt. Aber okay, Sprung. Elili. Elisi. Tanti. Tanti Elisa. Tanti Elisa. War es schon schwer, den Mondstein zu finden? Gut gemacht. Und Sternstein. Gut gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob du einen Sternstein finden würdest. Aber an dir sollte man niemals zweifeln, Anna. Ja, ich weiß, Tantchen. Das Geheimnis des Runensteins. Jetzt, wo du alle Steine hast, ist es an der Reihe, das Rätsel mit den Runensteinen zu lösen. Es ist ein Puzzle. Ich werde dir nicht verraten, wie es geht. Sieh es als eine Prüfung. Ich erkläre dir lieber die Bedeutung der Runen. Dann kannst du selber lesen. So, jetzt kannst du lesen, was auf dem Grundstein steht. Reite nun los und viel Glück.
Okay. Jetzt haben wir wieder alle vier Steine. Erstmal Inventar jetzt voll wäre. Ja, ich bin auch so voll unmittig, aber okay. Ich habe Phantom 2 dann gemacht, obwohl es schon ausgelöst war, aber halt für Highscores, aber ich glaube, das packe ich nicht. Und ich habe heute auch mal bessere Ausrüstung an, weil ich wieder jetzt alles durchgehabt habe und jetzt bin ich wieder hier angelangt. Bei den Hüten und meinen Schuhen habe ich ja voll oft alles so voll schnell durch, weil ich Schuhe nur zwei habe. Aber Satteldeck, ich brauche unbedingt Satteldeck. Ich habe viel zu wenig für alle Pferde. Ich habe gerade insgesamt noch 4 Stück und es fehlen noch keine Ahnung, 5 oder 6 Pferde oder so. Die noch eine brauchen, die noch keine aufhaben. Weil ich die Sachen ja denen dann anlasse, nicht die ankleide. Und hier, auch wenn ich immer die Gamaschen dazu passen, aber irgendwann muss ich ja auch die Gamaschen anziehen und kann ich immer eine andere. Ich finde die Schleife voll süß. Ich habe mir auf dem letzten im Shopping Center, wie gesagt, schon ein Satteldeck gekauft und so eine pinke Schleife. Und dann habe ich mir noch eine pinke Hinterschleife gekauft. Also für hier hinten eine pinke Schleife und für vorne eine pinke. Die zusammenpassen. Weil ich jetzt eigentlich nur zusammenpassende Schleifen an, nicht nur rot und nur blaue oder so. Ich glaube, es sieht auch gar nicht so schön aus, rot und blau. Das hier macht auch voll Sinn, dieser Weg. Dieser Weg einfach. Ich nehme einfach so spät auf, ich habe mit denen nämlich so lange noch telefoniert, ich habe so 43 Minuten telefoniert und ich nehme am Montag auf und ich habe gestern gesehen, dass ich 49 Abos habe. Ey, wenn noch einer mich abonniert, kommt ein Abo-Special und vielleicht verlose ich den was, aber ich verlose keine, ich wiederhole das nochmal, ich verlose keine Starcoins. Ich verlose dann irgendwie so einen Anhänger oder was auch immer, das würde ich dann in einem Video vielleicht mal Foto einblenden oder so. Aber Leute, kann man mit dem Schneideprogramm Shotcut etwas einblenden? Weil da bin ich mir unsicher, weil ich glaube, man kann nichts einblenden mit Shotcut, weil ich habe diese Interaktion nicht gefunden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man mit Shotcut ein Bild einblenden kann. Wenn nicht, erkläre ich euch, wie das aussieht, weil, ja, vielleicht probiere ich es mal mit Interface, aber das finde ich bei Fraps gar nicht, dass ich Interface einstellen kann, deswegen. Ja, egal, ich könnte ja mal probieren mit OBS aufzunehmen, weil ich habe keine Ahnung, was dann gespeichert wird. Und ich weiß nicht, wie gut die Aufnahmequalität dann ist. Und ja, jetzt muss ich OBS, weil die sind nur steuern da hinten, ja. Gut, ich bin doch richtig. Ich dachte mir schon, nein, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich weiß es, jo. Komm, ich mach damit noch fertig werden und einen Schatz bekommen. Du bist jetzt bei den Runensteinen. Mal gucken, was da steht. Okay, was steht da? Platziere die Steine von innen nach außen nach den Farben der Erde und vom Kern des Planeten und nach draußen. Okay, ich werde so verkacken. Also, ganz innen ist der Vulkan. Also ist so Vulkanik. Dann eins weiter außen, ist eins weiter außen, ja. Ist dann, erstmal die Erde. Noch eins weiter außen ist dann das Moos. Und noch eins weiter draußen ist dann die Sterne, ganz im Universum, ganz hinten. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, weil ich habe bestimmt sowas von verkackt da. Oh, ich habe es richtig. Oh mein Gott. Okay. Der Stein ist weg. Oi. Da war, der Stein war, ist jetzt eine Kiste. Darin befinden sich viele Silbermünzen, eine alte Statue und ein schicker Hut. Es ist Zeit, nach Verpinter zurückzukehren und James zu zeigen, was du gefunden hast. Okay. Oh, kann man jetzt eigentlich schon so aufziehen, irgendwie so einfach, also ein Hut so zum Beispiel. Mrs. Mississippi Jones Hut. Eine alte Statue, die du jetzt mit Mississippi Jones Schatz gefunden hast. Und massenhaft Silbermünzen. Aufpassen, was bekommen wir bestimmt? Die Statue wahrscheinlich so. Obwohl, die Statue könnte auch Geld wert sein. Ich denke eher den Hut, weil der könnte auch Geld wert sein. Auf jeden Fall nicht die Münzen. Das sage ich jetzt schon mal. Ich erinnere mal wieder. Geld ist mir, ich mir. Aber ich glaube, ich kann noch nicht mal aufhören. Oh Mann, die Flugzeuge sind aus wie so ferngesteuert. Das ist schon voll cool, so Minispiele, wo man so, keine Ahnung, Flugzeuge selbst steuern müsste.
Oh, und Leute, falls ihr mal als Support anschreiben wollt oder so eh, und dann könnt ihr vielleicht noch dazu schreiben, dass ihr es vielleicht cool findet, dass wenn man vielleicht, wenn man in einer Gruppe ist, dass man die auf der ganzen Karte so die Punkte sehen könnte. Das finde ich irgendwie auch voll cool. Und dass auch mal Quests in alten, also hier zum Beispiel auf Pinter oder so kommen würde, oder Moorland oder so, und nicht immer nur in den neuen Bereichen oder fast immer nur in den neuen Bereichen. So Epona ist das schon eins der neuen. Und deswegen kommt halt in Epona gerade nur Quests. Und Jawik City könnten ja auch Quests kommen, aber halt Epona und Jawik City sind so die drei neuesten, kommen meistens der Quest. Oder auch Rennen, die können auch mal wieder hier Rennen machen. So Verpinter eine neue Strecke oder so. Irgendwie sowas. So eine Strecke, wo du irgendwie, keine Ahnung, wo man irgendwie, weiß nicht, am Strand ganz, an dem Strand da unten lang muss und nicht da hinten wie normale. Okay, jetzt erstmal mit James reden. Anna, du hast es geschafft. Lass mal sehen. Massenhaft schöne Silbermünzen, eine hässliche Statue und ein oller Hut. Auf dich kann man sich verlassen und du kannst dich auf mich verlassen. Du bekommst den Hut und die Statue und ich die Silbermünzen. Das ist mehr als gerecht. Du bekommst immerhin zwei Sachen und ich nur eine. Ich weiß, manchmal bin ich zu großzügig. Mach's gut. Okay, Ara, wir machen erst weiter in der nächsten Folge, weil hier geht es ja noch weiter, wo wir das dann zum Grasmann so bringen müssen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Und ja, ich würde mich schon auf die Verlosung freuen. Aber dafür fehlt ein Abo. Das heißt, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.